Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge für mein Let's Play Ultimate Team. Und in der heutigen Folge zeige ich euch mein verändertes Team für die zweite Weekend League. Ihr seht ja, es gibt ein paar Lücken zu füllen. Dann zeige ich euch noch meine aktuellen Taktiken und auch meine Einschätzung dazu. Und zuletzt gibt es dann einen Zusammenschnitt von den ersten 5 Partien der Weekend League. Die habe ich nämlich gelivestreamt und ich packe euch dann hier ans Ende quasi die Highlights von diesen Partien. Bevor wir starten, ein kurzer Hinweis, das Ganze ist hier in der Zusammenarbeit mit EA, denn ich habe im Stream dann auch 5 Codes für EA Access verlosen können. Und wenn ihr mehr Informationen zu EA Access haben möchtet, findet ihr 2 Links in der Videobeschreibung. Und jetzt legen wir hier los und ja, ich habe ein bisschen überlegt, ob ich das Team überhaupt verändere. Ich habe natürlich ein paar Münzen dazu bekommen durch Division Rivals, durch die Weekend League Belohnung und dann habe ich mich gefragt, ja, was ist denn eigentlich ein wirkliches Upgrade? Denn ich hätte ja in dem ursprünglichen Team super einfach Frankie de Jong ersetzen können durch Kanté oder auch Pogba. War mir nicht ganz so sicher, ob das wirklich auch den versprochenen Mehrwert liefert. Und dann habe ich euch mal gefragt auf Twitter und ihr habt mir ein paar Vorschläge geliefert. Und zunächst mal Dankeschön dafür, weil ich habe quasi Inspiration gefunden, wie ich das Team umgebaut habe. Und das präsentiere ich euch hier jetzt. Das wird nicht ganz so einfach sein, weil es doch manchmal ein bisschen klobig ist, hier Spieler hinzuzufügen und nicht alles direkt zu zeigen. Aber wir fangen an mit dem Torhüter Ter Stegen. Ich kann so viel verraten. Ich hätte hier auch Oblak einbauen können. Und ich war am Überlegen. Ich habe mich letztendlich für Ter Stegen entschieden, weil er durch den hohen Abschlagwert nochmal der etwas komplettere Torhüter ist, aus meiner Sicht. Weil da hat Oblak ein Problem und... Oder ist nicht ganz so gut wie Ter Stegen, weil Ter Stegen ist schon sehr, sehr gut. Und dazu kommt noch, Ter Stegen hat das Fuß-Trade. Und ich bin der Meinung, wenn man es haben kann, dann nimmt man es mit. Und deswegen habe ich mich für Ter Stegen entschieden, einfach aus diesen beiden Gründen. Und ich denke, deswegen kostet er auch ein bisschen mehr als Oblak, der eigentlich nochmal einen mehr beim Overall hat. Ja, gut, wir machen als nächstes weiter bei der Innenverteidigung. Und ich füge jetzt einfach beide hinzu, die ich hier habe, weil das ist dann... am einfachsten zu machen. Ich habe einmal Varane und dann auf der anderen Innenverteidigerposition Eder Militao. So, damit haben wir hier den Real Madrid Innenblock. Ich hätte auch Courtois nehmen können, logischerweise. Aber ich finde auch hier einfach, Ter Stegen ist der rundere Torhüter. Der ist ein bisschen kleiner. Ist die Frage, wie wichtig Größe bei den Torhütern ist. Er ist schon deutlich kleiner, weil Courtois ist richtig groß. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, Ter Stegen ist ein richtig starker Torhüter. Wir werden es sehen, wie es dann im Endeffekt läuft mit ihm im Tor. Lloris übrigens habe ich 2-3 Mal die Nachfrage bekommen. Einmal in den Kommentaren von YouTube, einmal bei Twitter. Ich fand Lloris richtig gut. Also Lloris, finde ich, hat super gute Reflexe und das merkt man einfach. Als nächstes fügen wir dann, beziehungsweise ich muss noch was zu den beiden sagen, Varane einfach super schnell als Innenverteidiger und dadurch auch sehr, sehr teuer. Finde ich ein gutes Paket. Ich erhoffe mir, dass er ein bisschen besser ist als Longley. Er ist einfach nochmal schneller und Def und Physis ist sehr vergleichbar. Und deswegen hoffe ich doch, dass er nochmal ein bisschen besser ist als Longley. Und Militao ist sehr vergleichbar zu Sanchez. Ist schneller, dafür ein bisschen weniger Def. Aber sehr ähnlich. Und beide Innenverteidiger jetzt übrigens mit mittelhoch. Ich denke, das ist auch nicht verkehrt. Links auf der Verteidigerposition habe ich Alex Telles. Ich habe dann im Stream gemerkt, ich hätte ja auch hier Mondi einbauen können. Aber Telles ist auch einfach ein Spieler, der hat mir in den letzten beiden Jahren von FIFA sehr gut gefallen. Und er hat auch dieses Jahr eine sehr gute Karte bekommen. Er hat den Vorteil gegenüber zum Beispiel einem Robertson, dass er wirklich gutes Passspiel hat, gutes Dribbling hat, auch ein solides Schießen. Und er ist wirklich ein sehr kompletter Außenverteidiger. Und Mondi ist sicherlich auch eine Option. Ich bin mir überlegen, ob ich mir einfach die nach der Weekend League hole, weil dann wird er hoffentlich doch nochmal ein bisschen günstiger sein. Und zu guter Letzt, dann brauchen wir das auch gar nicht so lange in die Länge ziehen, unnötigerweise, die ZDM bzw. ZM-Position. Und ich denke, ich habe hier keinen ZM, den ich habe, sondern er ist ZDM bei mir. Und ich habe mich für Kanté entschieden. Ja, ich habe Frankie de Jong und Kanté nochmal ein bisschen verglichen. Sie sind sehr ähnlich auf eine gewisse Art und Weise, aber haben dann doch irgendwo Unterschiede. Tempo ist ähnlich und Schießen ist ähnlich.
Aber dann der große Unterschied in den anderen vier Kategorien. Passt ein Dribbling deutlich schlechter bei Kanté. De Jong da richtig gut. Dafür natürlich Kanté super geile Def und gute Physis. Und ich will das mal ausprobieren. Ich habe vorher mit De Jong und auch Sissoko zwei Spieler als ZMs, ZDMs gespielt, die nicht die typischen Abräumer sind. Einen Sissoko kranke Physis mit 89, nicht ganz so viel Def. Und dann war De Jong natürlich ein spielerisch sehr, sehr starker Spieler. Aber der richtige typische Abräumer hat gefehlt, weil normalerweise muss der mehr Def haben. Und das hat jetzt Kanté. Und ich bin mal gespannt, wie das so für mich hinhauen wird. Die ersten Spiele, die ich jetzt mit ihm und auch dem Team generell gemacht habe, haben mir richtig gut gefallen. Also meine Idee war, wie gesagt, Varane ein bisschen besser hoffentlich als Longley. Militao vergleichbar zu Sanchez, vielleicht auch ein bisschen besser. Tejes auch ein leichtes Upgrade zu Robertson, den ich hatte. Kanté gerade drüber gesprochen. Und Ter Stegen, ja, hat den Vorteil, dass er nicht einstellende Weakfoot hat wie Lloris. Das ist so das Problem bei Lloris, ein bisschen einstellende Weakfoot und nicht ganz so guter Abschlag. Kann man jetzt sagen, ja, das ist doch nicht so wichtig. Aber ich finde, man merkt schon in FIFA 20, wenn der Torhüter nicht so gute Werte in dem Bereich hat. Ich fühle mich mit dem Torhüter am Ball nicht sonderlich sicher. Und ich hoffe, dass das mit einem Ter Stegen besser ist. Weil auf der Linie und so weiter fand ich Lloris echt gut. Und keine Notwendigkeit, den eigentlich zu ersetzen. Und jetzt mache ich weiter mit den Taktiken. Und ich werde unterscheiden oder ich werde probieren beim Erklären der Taktik zu verdeutlichen, wo ich gerade mich sicher fühle oder wo ich sage, das habe ich schon viel ausprobiert und getestet und damit fühle ich mich wohl und was ich selber gerade noch weiter ausprobiere, wo ich nicht ganz so sicher bin. So, zunächst einmal, ich habe jetzt bei beiden Formationen, die ich spiele, 4-4-2 und 4-2-3-1 und ich muss ganz ehrlich sagen an dieser Stelle, ich spiele eigentlich zuletzt nur noch 4-4-2. Ich probiere gerade viel aus und ich muss selber noch meine Linie finden, meine Anweisung. Und das mache ich gerade alles im 4-4-2. Das funktioniert für mich gerade sehr, sehr gut. Ich bin in Division Rivals gerade bei 1.991 Punkten. Das ist solide in der Division 1, knapp vor 2.000 Punkten. Und ich denke zum aktuellen Zeitpunkt schon sehr gut. Und gerade läuft es gut. Ich hatte in Division Rivals zuletzt auch einfach gute Gameplays, keine Verzögerungen. Und dann habe ich auch teilweise bekanntere Spieler souverän geschlagen. Und damit bin ich richtig happy gewesen. Im 4-4-2, 4-2-3-1 habe ich zuletzt gar nicht mehr gespielt. Das letzte Mal in der ersten Weekend League, wo es am Ende nicht gelaufen ist. Deswegen kann ich dazu nicht ganz so viel sagen. Aber ich habe bei beiden gerade Dropback eingestellt. Das heißt, Defensivstil zurückfallen lassen. Und damit läuft es gerade besser. Ich habe ja in der letzten Let's Play Ultimate Team Folge drüber geredet. Mit zurückfallen lassen stehen die Sechser nochmal deutlich mehr am 16er. Und dadurch werden die Lücken dort richtig gut abgedeckt. Das ist ein Riesenvorteil für mich an zurückfallen lassen. Und ja, Breite habe ich nicht viel experimentiert. Tiefe 3-4, beides gespielt, ist okay. Ein bisschen niedriger Wert macht für mich Sinn. Offensivstil finde ich mit ausgeglichen, fühle ich mich am wohlsten. Breite nicht so viel ausprobiert. 5 funktioniert für mich. Spieler im Strafraum mit 6 fühle ich mich gerade sehr wohl. Ecken sehe ich keine Notwendigkeit, auf 3 oder höher zu stellen, das gleiche bei Freistößen, weil ich schlage die eh nicht rein und ich habe eher die Hoffnung, wenn ich niedrig einstelle, dass dann nicht ein Verteidiger vorne rumsteht, der dann, wenn ich kurz ausführe, den Ball bekommt und dann ja aufs Tor schießen muss und deswegen habe ich hier mal den Wert verringert, weil ich sehe gerade keinen Vorteil drin, den hochzustellen. Dann lieber runterstellen, dann werde ich vielleicht weniger ausgekontert nach Ecken. Jetzt kommen wir zum wichtigen Teil, zu den Anweisungen und auch hier. Also fangen wir mal an mit Abwehrüberlaufen. Habe ich bei beiden Stürmern eingestellt. Und das spiele ich jetzt schon länger. Und ich sehe einen gewissen Vorteil drin, das einzustellen, weil man dann doch mal eher in eine Lage kommt, den Ball oder den Spieler dann direkt steil zu schicken mit einem Steilpass. Ich arbeite aber auch sehr bewusst und gezielt mit der 1, wenn ich ihn kurz brauche. Damit kann man den Spieler kurz rufen. Das ist wichtig nach meiner Einschätzung. Wenn man das nicht beherrscht, dann sollte man wahrscheinlich hier eher ausgeglichen lassen bei Offensivläufe. Ich mache das aber und deswegen kann ich das gut, denke ich, kontrollieren, dass ich, wenn ich einen Spieler kurz brauche, ihn mir kurz rufe. Und das habe ich jetzt schon länger gespielt, damit bin ich zufrieden soweit. Zentral orientieren habe ich jetzt zuletzt bei Sarkul in seinem Video gesehen von den Anweisungen und das macht für mich Sinn.
ich will die eigentlich, die beiden Stürmer in der zentralen Position haben. Ich will die gar nicht auf den Außen, weil ich habe ja auch zwei Flügelspieler in der Formation, die auch Abwehr überlaufen haben. Die besetzen die Flügel eigentlich gut. Ich brauche die nicht auf den Außen. Die sollen vorne in der Mitte stehen und sollen da anspielbereit sein, dass ich mich gut rausdrehen kann und das Tor schießen kann. Deswegen habe ich mal zentral orientieren ausprobiert. Läuft, ich habe jetzt damit wahrscheinlich ungefähr 7 Spiele gemacht. Bin damit bis jetzt soweit zufrieden. Aber das ist eine Anweisung, die muss ich noch weiter ausprobieren. Das dazu, Flügelspieler schon angedeutet, Abwehr überlaufen, die haben recht viele Anweisungen. In die Mitte ziehen habe ich bei Furkan aufgeschnappt und finde ich auch gut, weil mein Eindruck ist, Anweisungen werden zwar gut umgesetzt, aber wenn man am Kontern ist, dann zieht er nicht total braindead immer nur in die Mitte, sondern wenn man ihn auf den Außen schicken kann, dann bleibt er auch auf den Außen, das was seine Rolle ist. Das heißt, der zieht dann eigentlich nur in die Mitte, wenn es irgendwie sich anders ergibt. Und das finde ich eigentlich so ganz praktisch. So, defensive Verstärken habe ich jetzt auch drinne und passt soweit. Und dann noch Abwehr überlaufen habe ich auch drinne. Das ist das gleiche wie bei den Stürmern. Ich kann meine, das ist super wichtig, das ist noch wichtiger eigentlich bei den Flügelspielern. Weil ihr müsst, wenn ihr das Abwehr überlaufen einstellt, werdet ihr immer mal wieder in eine Situation kommen, wo ihr ihn kurz braucht. Und dann müsst ihr das beherrschen, mit R1 den kurz zu rufen. Ansonsten würde ich das nicht einstellen. Ganz klarer Hinweis dazu. Und dann, also übrigens, wer jetzt nicht weiß, was damit gemeint ist, wir haben zu FIFA 19 bei The Guide ein Video dazu gebracht und auch jetzt wird demnächst ein Video auf dem englischen Kanal für FIFA 20 online gehen, wo das auch erklärt bzw. erwähnt ist, als Teil des Videos. Aber ich werde auf jeden Fall mal das FIFA 19 Video verlinken. Und jetzt zu den ZDMs. Die hatte ich vorher die ganze Zeit auf ausgewogen oder Standard überall, also auch hier Flügel abdecken. Sakul hat bei sich auch mit Abdecken eingestellt und dann habe ich mir gedacht, ja, stimmt eigentlich. Also ich habe am Anfang einfach mal Standard gelassen, aber ich habe es jetzt nicht mit Abdecken ausprobiert. Mache es jetzt zuletzt, weil in FIFA 19 habe ich es drin gehabt und es war damit zufrieden. Und es macht eigentlich auch am meisten Sinn, wenn ich den Flügelspielern defensive Verstärken gebe, dass dann eigentlich die beiden ZDMs auch die Mitte eher dicht machen. Was sollen die groß noch den Flügel mit abdecken oder mehr auf dem Flügel sich orientieren bei der Verteidigung? Wenn ich auch die Flügelspieler schon defensiv auch noch dazu habe. Und deswegen habe ich das mal eingestellt. Sakul hat noch Passwege zustellen eingestellt. Macht für mich auch Sinn. Muss ich aber ausprobieren. Deswegen habe ich es hier gerade nicht eingestellt, um euch nicht weiter zu verwirren. Und dann zuletzt noch die Außenverteidiger auf Standard. Ich finde, ich merke das schon, wenn ich den Hintenbleiberangriffen gebe, dass es mir fehlt manchmal, Offensivpower zu entwickeln, weil es kann manchmal richtig nice sein, den Außenverteidiger mit reinzuholen und dadurch den Gegner in eine Unterzahlsituation zu bringen. Deswegen habe ich dann jetzt hier auf ausgewogen drinne und läuft bis jetzt soweit gut. Wenn ich merke, irgendwie irgendwann werde ich zu häufig ausgekontert über die Außen, dann ist das der Zeitpunkt, wo man das dann auf Hintenbleiben einstellen muss. Also dann auch vielleicht generell, nicht nur im Spiel. So, das sind die Anweisungen. Ich merke gerade, fällt mir gerade auf, das habe ich übrigens auch noch nicht eingestellt. Könnte man eigentlich auch mal machen, dass der Torhüter eher rausläuft. Das wäre eine Einstellung, die würde ich mal ausprobieren, im Übrigen. Okay, und jetzt zeige ich euch noch 4-2-3-1, weil die beiden anderen Formationen, 4-3-3 und 3-4-2-1, haben sich nicht verändert im Vergleich zum letzten Video. Und das, anknüpfen an dem, was ich schon zu Beginn jetzt gesagt habe, habe ich nicht weiter verändert. Habe ich nicht weiter getestet. Ich habe jetzt das eingestellt, wie ich es theoretisch spielen würde. Ich habe noch keine praktischen Erfahrungen damit, weil ich es zuletzt nicht gespielt habe. Stürmer auch, zentral orientieren, Abwehr überlaufen. Würde ich so probieren. Dann nur die beiden Flügelspieler, defensive verstärken. Das heißt, von der Art und Weise sehr ähnlich wie das 4-4-2 gerade. Das heißt, dass eher die Flügelspieler auch hinten zumachen und man dann mit dem mittleren ZOM und dem Stürmer dann auch mal einen Konter initiieren kann beispielsweise. Und dann hier auch Mitte abdecken, gleiche Erklärung wie davor und auch hier dann Außen oder die Außenverteidiger auch auf neutral lassen. Der Sakul, das wollte ich auch nochmal ausprobieren, hat hier für Flanken den Strafraum bei allen eingestellt. Würde ich auch mal ausprobieren. Das gleiche auch hier übrigens bei den beiden Flügelspielern, aber das muss ich nur ausprobieren. Kurz verschluckt. So. Ja, hat mich ganz kurz verschluckt, deswegen kurzer Cut.
Also das müsste ich bei den Flügelspielern auch nochmal ausprobieren, dass man hier auch einstellen kann für Flanken in den Strafraum. Jetzt geht die Stimme ein bisschen weg. Auf jeden Fall, das möchte ich nochmal probieren. Ich denke, das wird eigentlich aber auch dadurch reguliert, wenn man hier einen Wert über 6, über 5 hat, dass dann auch tendenziell die eh schon in den Strafraum mehr gehen. Aber damit kann man es vielleicht nochmal mehr triggern. Da bin ich mir aber noch nicht ganz sicher, was ich eigentlich möchte. Was ich möchte, ist jetzt hier eine Pause machen. Ich verweise euch quasi in die Highlights vom Stream und wünsche euch noch viel Spaß beim weiteren Video. Vier Balken ist immer so ein Ding. Übrigens, ich weiß nicht, lasst ihr jetzt gerade immer die Trikots auswählen von der Logik und wählt nur euer eigenes Trikot? Weil ich habe einmal jetzt schon in FIFA 20 von jemandem gesehen, dass er Weiß gegen Weiß gespielt hat. Genau, Weiß gegen Weiß. Und ich habe in der Beta damit auch mal einmal Probleme gehabt und deswegen mache ich das nicht mehr. Come on. Guck mal, und das ist dieser typische Automatismus, den ich meine. Ich time auf einmal einen Schuss. Klar, war grün getimed, ne? Aber Time-Finishing nutze ich ja eigentlich gar nicht mehr so häufig. Ist auch super, ne? Das war nicht, fand ich, eine richtig gute Schussposition. Ich treffe sogar grün, was in FIFA 20 ja eigentlich kaum noch jemand macht. Und es ist trotzdem, ist es ja schwerer. Komm, können wir spielen. Ah, war super gut zugelaufen. Und trotzdem geht der Ball nicht rein, obwohl das eigentlich eine, finde ich, nicht schlechte Schussposition war. Hab das Spiel halt super gut im Griff. Ui, kleiner Ruckler. Auch kleines Speed-Up-Lag. Ja. So, das war doch mal ein schöner Treffer. Das Netz sieht voll komisch aus. Natürlich sweaty, aber Sissoko, da bin ich mir halt auch einfach nicht ganz so sicher, ob das die geilste Idee ist, mit Sissoko da zu schießen. Wenn man einen Spieler da im Hintergrund hat, warum sollte man ihn da nicht ab... Oh, das gibt gelb. Rot, jo. Der Gegner ist voll offen. Ja, der Gegner, okay, der ist, das war ein kurzes Intermezzo. Da muss mehr draus entstehen. War ein bisschen hackelig eben mit Son auch wieder. Okay. Sehr, sehr schöner, strammer Abschluss von Mbappé. Da hat er jetzt das Problem gehabt. Er hat sich da mit seinen zwei Innenverteidigern, er ist halt so schön ins 2 gegen 2 quasi gekommen und dadurch... hat er ein Problem dann gehabt, wenn er sich mit dem einen verzockt, mit dem einen Verteidiger, hat er halt dann die Unterzahl und dann musste er zwei Sachen auf einmal quasi abdecken. Und das ist ihm dann nicht so gut gelungen. Die Schusstäuschung ist immer noch sehr gut. Okay. Seht ihr das? Ich habe halt safe vor der Ballannahme Schuss gedrückt und der Gegner wird auch rausgehen. Und dadurch jetzt der zweite Sieg. Okay. Die Verbindung macht mich echt ein bisschen unruhig. Na, habt ihr gerade gesehen, vor der Ballannahme eigentlich gedrückt und dann macht er noch so eine leichte Drehung und dann halt eben so einen schlechten Schuss. Das gefällt mir nicht so sonderlich gut. Oha! Das ist ein sehr, sehr gutes Team. Mit wirklich guten Spielern, gutes Premier League Team. Er spielt den je auf Linksverteidiger, hat letztens einer gesagt, gestern, er findet den sogar besser als Roberts. Dann habe ich mir nur gedacht, was? 78 Pace? Hast du schon mal FIFA 20 gespielt? Aber vielleicht. Okay, Fokus, Fokus, Fokus. Fokus, Fokus, Fokus. Kommt der Tejes dazu? Ah, geht da zu sehr drauf. Haben wir jetzt ein bisschen Platz. Jetzt kann man richtig schön unter Druck setzen. Ja. Ist das ein hässlicher... Ja, also, es war wirklich, fand ich, bis dahin gut gespielt, aber dann natürlich ziemlich lucky, wie ich mit Sissoko den Abpraller bekomme. Da übrigens nicht zu lange hinterherlaufen. Das ist zwar Kanté, den ich da hatte, aber ich hätte wahrscheinlich schon früher wechseln sollen. Also, ich muss ja echt sagen, Torhüter mit Ball ist dieses Jahr Krampf. Guck mal. Oh, doch, der kommt, da. Es ist...
Ich weiß nicht, das war so ein einfacher Steilpass, aber das Problem war, der war noch am Springen und deswegen hat er den... Der hat den einfach nur... Oh, hi. Ja. Mir posten sowas immer eine Option. Riesenschnitzer. Das kann man sich sparen, solche Gegentreffer. Muss man nicht machen. Gibt gar keinen Grund dafür. Das sind dann halt einfach so Situationen. Ja, okay, musst du nicht hin. Ich muss ja echt sagen, Lori fand ich gegen Nierpost echt nicht so verkehrt. Ja. Ja. Boah, wird ein bisschen... Ich mache hier nur die Treffer über Abpraller oder über komplett unnötige Fehler des Gegners. Guck mal, können wir jetzt spielen? Und jetzt angelupft durchspielen? Nö, dann halt eben nicht. Aber nee, mal easy. Oh. Oh. Boah, Kante mit dem... Nee, es war Sissoko. Jetzt haben wir Bock hier. Jetzt haben wir richtig Bock. Ich wollte jetzt mal ein Low Finesse auspacken, aber das dauert halt auch manchmal. Das ist halt ein Problem. Der Gegner ist auch schon noch, glaube ich, auch sehr offensiv. Hui. Ey, Lori, finde ich echt, finde ich eine super Parade gerade. Normalerweise geht alles irgendwie in Nierpost rein und da guckt euch mal den Reflex an. Pam! Gut, ist jetzt nicht gekommen, aber also nicht so sonderlich gut, wie er eigentlich hätte kommen können. Ey, jetzt lass mich doch mal in Ruhe. Super Bonta. Was ist denn jetzt? Warum? Was? Wie? War? Bitte? Ich hatte gerade alles vor mir. Das war 8 gegen 2. Warum pfeifst du ab da oben? Ah, Devil's FIFA Skills. Ich habe vor 3 Wochen gestreamt. Warum hat der da gerade das abgepfiffen? Guck mal hier, Low Finesse. Pam! Kann man gerade nehmen für Beispiel. Aufladen mit Finesse-Schuss und danach noch das L1 dazu drücken, damit es ein flacher wird. Ist so nicht gedacht wahrscheinlich immer noch wie in FIFA 19 ähnlich. Das war ja auch nicht wirklich eine offizielle Tastenkombination, aber geht doch so. Nee, ja, sehr gut. Okay. So, das ist ein gutes Team mit Son, eine Maschine vorne drinne. Gute Innenverteidigung, die habe ich auch bis zuletzt gespielt. Semedo am Start. Das ist ein schon ansatzweise Meta-Team. Nur der André Gomez dort, der ist ein bisschen verwunderlich. So, ich habe auf die Kurze zugestellt mit dem Torhüter. Ansonsten geht der rein. Es war kein Gelb für Son, das ist schon mal sehr nice. Boah, ist das eine Parade, Alter. Ist das eine Parade. Also, boah, den habe ich ja mal sowas von geil freigespielt. Oh, scheiße, Alter. Boah, wie er da mit den Fingerspitzen drankommt. Puhuhu. Ah, der Gegner ist gut. Das merkt man direkt. Das hat alles Hand und Fuß. Ich meine, so ein Ball ist jetzt Käse, das weiß er dann auch, aber... Der hat Zug in seinen Aktionen, klar, das ist alles... Ist alles eine Idee dahinter. So, der muss drin sein. Ist er auch. Super. Da habe ich eben auch mal bewusst den Ball mit Son kontrolliert mit L2. Haben wir ja eben drüber gesprochen. Ganz klare Aktion. Ich habe ihn noch mit der 1 kurz gerufen, damit er da nicht im Abseits steht. Und... Sehr gut, deswegen hält den. Können wir direkt schnell abwerfen. Sehr gut, weit genug. Da ist immer ein bisschen Zittern am Start. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich habe noch nicht so viel Vertrauen in die Abwürfe. Schön. Das war schlecht. Habe ich ganz gut mir Platz gemacht, aber nee, jetzt der ist durch. So schlecht verteidigt. So schlecht verteidigt. Da denke ich, da habe ich noch so ein altes Verteidigungsmuster drin, was in FIFA 19 noch gegangen ist. Vom Spielerwechsel her und so weiter.
Aber da muss ich entweder konsequenter draufgehen oder halt mehr zurücklaufen. Und ich mache so ein Mittelding, noch einen dummen Spielerwechsel dazwischen und dann hast du da keine Chance mehr, noch ranzukommen. Chancenerarbeitung ist so fucking schwer manchmal. Oh, der geht rein. Ich hab den Abschluss verkackt, Mann, Alter. Ich mache einen Finesse ins kurze Eck. Total die weird Abschlussvariante. Weil ich eigentlich ins lange Eck schießen wollte und hab gemerkt, nee, der geht nicht durch. Der wird geblockt oder hast du nicht gesehen. Und dann wollte ich gesagt, ja, kurze Eck ist viel besser. Aber es hat gar keinen Sinn, hat gar keinen Sinn gemacht. Und dann geht der so rein. Habe ich ein bisschen Glück gehabt. Oh. Ich bin so ein Trottel. Ich bin so ein Trottel. Ich habe sogar nach dem Anschluss den Ball kurz gehabt, ne? Ah. Das war dumm. Das war richtig dumm. Boah, ist das knapp. Muss da ganz schön viel Risiko gehen. Wow. Come on. Pushen jetzt. Ich finde diese Situation so unangenehm. Gestern deswegen so eine ähnliche Situation auch einen Draft verloren. Oh! Komm, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ja, ja! Ja, scheiße, wie ich das verkocke. Ich habe das so genial gemacht, dass ich wegbleibe. Ah, oh, ich bin so ein Otto. Ich wollte es perfekt noch machen mit dem Lupfer. Mit L2A2 abgebrochen, dass ich hingehe. Ach, egal. Was ist das? Ich bin so knapp vor dem vierten Treffer. Ich würde ja so gerne flanken, aber egal, ich probiere es. Ist totaler Schwachsinn. Ich hätte einfach das ausspielen sollen. Boah, das ist ein guter Step gewesen. Nee. Ah, ich wollte einfach, weißt du, ich hätte den Ball nicht auf Son spielen sollen, mit einer Flanke. Aber er war so frei, sollte man nicht machen. Man sollte einfach dann die Zeit runterspielen. Aber ist ja nochmal gut gegangen. Gegner hat gut gespielt. Ich hätte den Sack einfach drauf machen müssen. Und ich denke ja auch, dass es jetzt dann nach und nach knackiger wird. Gegnerisches Team, auch recht Meta, sogar mit Kanté, einen sehr, sehr guten Spieler. Ne? Also ein gutes Team auf jeden Fall wieder auch. Korrigieren wir direkt. Boah, also Lori, sag ich euch ganz ehrlich, ne? Guckt euch wieder die Parade an, ich finde die gut, das ist Near Post, das ist ein FIFA 20 eigentlich so bockstark und die Parade ist wieder klasse. Das ist 4-4-2 Defensive, was ich spiele zumindest. Hallo Petzo, tut mir leid, wenn ich nicht immer alles jetzt gerade im Chat zur Kenntnis nehme, lese, wie auch immer. Richtig dummes Positionsspiel von Son, aber ich denke, das liegt daran, dass ich ihm Abwehrüberlaufen gegeben habe. Komm, dann können wir hier spielen. Ja, ja, ja. Nochmal Versuch, kurze Ecke. Ich muss mir Lori wiederholen. Die macht die kurze Ecke so gut zu. Das ist einfach nicht normal.
Wow. Oh, ich darf doch den nicht anspielen. Also ich denke, einer hätte jetzt hier mal auf jeden Fall drin sein müssen. Das ist echt ein bisschen bitter, weil der Gegner macht für mich einen guten Eindruck, was die Offensive betrifft. Und ich... Es ist nicht... Ich muss richtig kämpfen für die Chancen, ja? Und... Ich mach das, finde ich, echt nicht verkehrt. Und dann kann mal einer irgendwann reingehen. Keine Ahnung. Ich schieße vielleicht auch zu viel in eine kurze Ecke. Das kann natürlich auch sein. Ich probiere es jetzt mal. Ich habe echt noch nicht so viel Curve geschossen. Ey, das ist der nächste Freistoß. Come on. Okay. Oh, der ist ein bisschen fest, glaube ich. So, sauber. Ich finde, ich habe es richtig, es ist ein Abpraller, aber ich habe es richtig gut ausgenutzt, dass er den Torhüter so weit rübergestellt hat. Und das finde ich okay. Das ist das Risiko, was er geht. Ich habe ihn dazu ein bisschen genötigt, weil ich gerade einen guten Freistoß geschossen habe. Und dann ist das, denke ich, absolut in Ordnung. Und ich glaube, nach all den Chancen, das ist jetzt gelb für Kanté, das ist jetzt ein bisschen doof. Was ist das? Das ist der schlechteste Steilpass, den ich je gesehen habe. Das ist ja ein Skandal. Der muss den einfach nur irgendwo nach vorne spielen. Nur nicht zu leicht. Und er spielt den über 2 Meter. Junge. Ja, also ich spiele richtig dominant. Boah, da muss mehr drin sein. Dankeschön, Petzo. Cool, dass du am Start bist. Ich habe ja vorhin gesehen, wie du hier reingekommen bist. Dankeschön für die netten Worte. Und ja. Ich glaube, das denke ich mir auch immer. Immer die Erkenntnis von mir, ah, da geht mehr, das ist besser, das ist nicht gut genug und so weiter, aber freut mich. So. Wir spielen jetzt mal hier das schön aus. Komm, hol mal rein. Spiel mal durch, spiel mal in den Rückraum. Ja. Und rennen. So einfach. Ich meine, da klar, jetzt werden die Leute sagen, Anstoßbug, aber... ich glaube, das hat jetzt nichts mehr viel mit Anschlussbug zu tun gehabt, wenn ich da 4 Minuten später in aller Ruhe und Seelenruhe den Treffer hier erziele. Komm kurz, schnell, komm, komm, dort, ja, jetzt, ja, komm, dort, ja, nein, das gibt's doch nicht, es war so kurz davor. Ich hatte ihn schon so weit, die Mindgames. Yes! Let's go! Come on, here we go! Oh, ich bin so schlecht, das war so schlecht gemacht. Das war so, so kann man die Situation safe noch verkacken. Und ich habe Glück gehabt, dass der Ball durch den Gegner quasi durch ins kurze Eck geht. Ich hab's solide verkackt. Dankeschön, Church Lemon. Ich habe jetzt gerade die Kommentare gesehen. Ach, 5-0! Und ihr rastet hier aus, als ob ich irgendwie gerade jetzt schon bei 15-0 am Freitag stehe. So ist es nicht, aber vielen Dank natürlich für die lieben Worte. Und ich werde jetzt den letzten Code verlosen. Beziehungsweise, warte, ich bringe das mal ganz kurz hier mit dem Spiel zu Ende. Also, na, 5 Spiele gemacht, 5 Siege. Pow! Perfekter Start. So, zum Ende hin habe ich es jetzt dann doch auch nochmal gerafft, die Bilanz zu aktualisieren. Also, das waren jetzt die 5 Spiele, die ich im Stream gespielt habe. Lief gut soweit. 5-0 stehe ich jetzt zu diesem Zeitpunkt. Und ich hoffe, euch hat das soweit gefallen mit der Teamvorstellung, dem Zusammenschnitt und dann jetzt mit mir am Ende. Und wenn das der Fall war, lasst gerne einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, haltet euren Kasten sauber. Euer Tess.